Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, seien Sie herzlich willkommen zu unserem Online-Abend. Heute wollen wir versuchen, den jüdischen Spuren im Mössinger Generalstreik zu folgen. Daher lautet unser Thema Vergessen und Verschwiegen, die jüdischen Spuren des Mössinger Generalstreiks am 31. Januar 1933. Ein Rückblick auf die Brüche in der neueren Gedenkkultur. Eine Veranstaltung des Löwenstein-Forschungsvereins, der Hans-Meyer-Gesellschaft und der Redaktion des Bloch-Akademie-Newsletters mit Unterstützung des Thalheimer Verlages. Es ist ein Abend in der Reihe Kristalle der Hoffnung als Teil der Veranstaltungsfolge 30 Tage im November vom Wert der Menschenrechte in diesem Jahr. Unsere Lesung stellen wir zunächst eine Übersicht unserer Argumentation voran, die wir danach vertiefend erläutern wollen. Der Widerstand der Arbeiterinnen und Arbeiter der Löwensteinschen Pausa in Mössingen vor 90 Jahren am 30. und 31. Januar 1933 gegen die Machtübertragung an Adolf Hitler stellt ein außergewöhnliches historisches Beispiel für Zivilcourage dar. Daran gilt es zu erinnern, um aufzuklären und um Mut zu erzeugen, heute demokratiefeindlichen Auffassungen entgegenzutreten. Als Löwenstein-Forschungsverein setzen wir uns insbesondere für die Erinnerung an jene jüdischen Menschen ein, die Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre in der Löwensteinschen Pausa aktiv handelten. Das Zustandekommen des Mössinger Generalstreiks ist, so unsere Auffassung, ohne Berücksichtigung der erkennbaren jüdischen Spuren nicht wirklich verstehbar. Die Gründerin und Gründer der Pausa, Flora und Arthur Löwenstein sowie Helene und Felix Löwenstein, vertraten ein liberales und offenes Denken. Sie kamen aus jüdischen Familien und waren überzeugte Demokraten. Alle vier Personen wurden aufgrund ihrer Erfahrungen an der Front und im Lazarett vom Schrecken und dem Trauma des Ersten Weltkrieges geprägt. In ihrer Haltung zeigten sie sich eindeutig: Nie wieder Krieg. Diese Sicht teilten sie mit den Sprechern der Generalstreikenden. Die Löwensteins widersetzten sich dem NS-Denken bereits vor dem Streikaufruf. Schon 1932, mehrere Monate vor dem Streik, kündigten die Löwensteins jenen Mössinger Handwerkern, die sich offen als Nationalsozialisten zu erkennen gaben. Die Löwensteins wurden im selben Jahr deshalb bedroht. Doch die Familie blieb standhaft und lehnte wirtschaftliche Kooperationen mit Hitler-Anhängern ab. Bereits in den Jahren davor holten die Löwensteins drei hochkompetente Bauhausschülerinnen in die Pausa, um neue Fachkenntnisse einzuführen und um die horizontale Arbeitskultur des Bauhauses im Unternehmen umzusetzen. Kopf- und Handarbeit sollten auf gleicher Augenhöhe, Designerinnen und Arbeitende im selben Produktionsprozess tätig sein. Viele Jahrzehnte später hätte man diese Arbeitsform Gruppenarbeit genannt. Die drei Bauhäuslerinnen Lisbeth Oestreicher, Ljuba Monastirskaja und Friedel Dicker bekannten sich als Gegnerinnen des Nationalsozialismus. Sie waren Jüdinnen. Lisbeth Oestreicher wirkte als Sozialistin, Friedel Dicker trat der Kommunistischen Partei Österreichs bei. Ljuba Monastirskaja befreundete sich eng mit Lisbeth Oestreicher. Die drei selbstbewussten Frauen vertraten ihre Auffassungen auch in der Belegschaft. Sie hinterließen Spuren. Alle drei wurden vom NS-Staat verhaftet und deportiert. Friedel Dicker und Ljuba Monastirskaja wurden ermordet. Lisbeth Oestreicher überlebte das KZ. Als die Löwensteins in ihrer Eigenschaft als Unternehmer der Belegschaft am 31. Januar 1933 nach dem Streikbeschluss freigaben, wollten sie die Streikenden schützen. Die Löwensteins wichen aber nicht dem Druck des Streiks, sondern sie stärkten dessen Absicht. Die Löwensteins sahen als frühere Weltkriegsteilnehmende die Kriegsgefahr, erlebten den Antisemitismus und ahnten schon zum Zeitpunkt von Hitlers Machtantritt,
dass sie mit ihren Kindern in Lebensgefahr geraten würden. Notwendig ist deshalb, so unsere Auffassung, eine Erweiterung des Blicks auf den Mössinger Generalstreik. Viele Faktoren ermöglichten das Zustandekommen des Streiks. Das Jüdische ist einer davon, so unsere Auffassung. Nach dieser Übersicht unserer Argumentation wenden wir uns nun einzelnen Gesichtspunkten zu. Irene Scherer liest. Beginnen wir mit einem Wort eines der führenden Köpfe des Generalstreiks, nämlich von Martin Meyer, auch gern Konsum Meyer genannt. Ich zitiere: Ich hätte mir beim Rasieren nicht mehr in die Augen schauen können. Es war doch unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den Leuten zu sagen, wer Hitler wählt, wählt Krieg. Wir konnten sie doch nicht mit offenen Augen ins Unglück rennen lassen. Zitat Ende. Am 31. Januar 1933 erhoben sich Arbeiterinnen und Arbeiter, Handwerker, Bauern und Arbeitslose zum Mössinger Generalstreik gegen die Machtübergabe an Hitler. Sie konnten die Ermächtigung der Nationalsozialisten nicht verhindern, aber sie haben ihre eigene Würde verteidigt. Die Teilnehmer wurden verhaftet, angeklagt und nach NS-Recht verurteilt. 80 Jahre danach haben mehrere bürgerschaftliche Initiativen am Ort, der Löwenstein-Forschungsverein, das Theater Lindenhof, mit ihrem Stück Ein Dorf im Widerstand, die Stadtverwaltung Mössingen und vor allem die Nachkommen der damals Streikenden den Widerstand gegen das NS-System als notwendig und richtig anerkannt. In beeindruckender Weise haben sich mehrere betroffene Nachkommen der Generalstreikerfamilien, unter ihnen Rosemarie Vogt und Andrea Ayen, deutlich zu Wort gemeldet. Sie erhielten dabei prominente Unterstützung, unter anderem auch vom Verband Deutscher Schriftsteller, von Gewerkschaften und engagierten Christen. Der damalige DGB-Landesvorsitzende Nikolaus Landgraf erklärte am 2. Februar 2013: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Mössinger Generalstreiks haben sich um unsere Demokratie verdient gemacht. Ihnen gebührt ein ehrendes Andenken, ein prominenter Platz in der Erinnerung an den deutschen Widerstand. Ihnen gebührt Hochachtung und Respekt. Das gilt auch für die jüdischen Brüder Arthur und Felix Löwenstein, die Gründer der Textilfirma Pausa, in der der Streik seinen Ausgang nahm. Sie gaben der Belegschaft nachmittags frei, um gegen Hitler protestieren zu können. 3 Jahre später verloren die Löwensteins ihr Unternehmen durch die Arisierung der Nazis und wurden aus Mössingen vertrieben. Auch diese Spuren jüdischer Geschichte und des Antisemitismus gehören zu Mössingen. Zitat Ende. Erinnerungsarbeit benötigt die Kühle der präzisen Analyse. Sie braucht aber zugleich die Kraft menschlichen Wärmestroms. Für viele Partnerinnen und Partner betonten wir anlässlich der Neuerscheinung des Buches Da ist nirgends nichts gewesen außer hier im Juli 2012 unseren Standpunkt mit folgenden Worten. Zitat: Durch die Nachkriegsgeschichte der Stadt Mössingen durchzieht sich ein unsichtbarer Faden, der noch immer wirkt und schwer greifbar ist. Es ist der Schatten der Stigmatisierung und Ausgrenzung. Die Familien der Generalstreiker hatten es schwer. Während der Nazizeit wurden Familienmitglieder verurteilt und verhaftet. Sie wurden in Gefängnisse und Lager gebracht. Die Familien wurden drangsaliert. Nach dem Krieg setzte alsbald die Stigmatisierung wieder ein. Dein Vater war ein Zuchthäusler. Deine Großmutter war eine Zuchthäuslerin. Mit solchen Sätzen wurden Menschen abermals verletzt. Statt Anerkennung und Würdigung erfuhren sie offene und versteckte Ausgrenzung. Noch heute ist das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, bei manchen Nachkommen der Generalstreiker gegenwärtig. Ich möchte deshalb in diesem Moment etwas innehalten. Das Erstellen des Buches hat uns viele Gespräche gebracht. Es waren ermutigende Gespräche, die uns drängten, das Wagnis des Buches einzugehen. Es waren Gespräche, die gleichsam inkognito geführt wurden, in denen die Angst vor neuer Stigmatisierung hervortrat. Und es waren Gespräche mit Menschen, die den Generalstreikerfamilien gerne einen stillen, verständnisvollen und einen teilnehmenden Händedruck gegeben hätten.
Wende mich deshalb nun an die Kinder und Enkel der Generalstreikerfamilie und sage: Im Namen vieler Bürgerinnen und Bürger Mössingens bitte ich Sie um Verzeihung und Entschuldigung für das erlittene zweite Unrecht nach 1945 bis heute. Statt böser Worte hätten Sie eher Unterstützung und Würdigung erhalten müssen. Zitat Ende. Der Rückblick auf das Jahr 1933 aus heutiger Perspektive ist nicht bloß eine Rückschau. Es geht darum, Neues zu entdecken, Neues hinsichtlich der bisher nicht betrachteten Lebensgeschichten in den Familien, Neues in Bezug auf die juristische Aufarbeitung. Dabei stellen sich auch leitmotivische Fragen nach Zusammenhängen zwischen dem Handeln der Brüder Löwenstein und dem Ablauf des Generalstreiks, nach Zusammenhängen zwischen der Unterdrückung von Widerstand und der antisemitischen Zwangsenteignung der Pausa. Es lohnt sich, der These zu nähern und diese zu diskutieren, die im Mössingen der frühen 30er Jahre einen politisch-kulturellen Mikrokosmos der Moderne sieht. Die Arbeit für die Erinnerung an Arthur und Felix Löwenstein und die Arbeit für die Erinnerung an den Mössinger Generalstreik hängen zusammen. Unsere Frage nach den jüdischen Spuren im Mössinger Generalstreik kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Historie des Mössinger Widerstandes und die Geschichte der Repression gegen die Widerständler in der NS-Zeit sowie die Aufarbeitung des Mobbings gegen Generalstreikerfamilien in den Jahrzehnten nach 1945 noch immer Lücken aufweist. Man denke an die Frage nach Zwangsarbeitern in der NS-Pausa. Wenden wir uns zunächst der Frage zu, wie die Generalstreikenden mit dem antisemitischen Verbrechen gegen die Löwensteins umgingen. Rosemarie Vogt, Tochter von Martin Meyer, führte im Interview im Februar 2013 auf Fragen von Irene Scherer aus: Ist dir denn aus früheren Gesprächen oder Erzählungen bekannt, wie die Generalstreiker mit dem Thema Löwenstein umgingen? Rosemarie Vogt. Natürlich haben sie es gewusst. Mit den Pausastoffen verband man in der damaligen Zeit von nun an das Wort Unrecht. Innerhalb der Generalstreiker ist viel geredet worden, aber zum Schutz drang nichts nach draußen. Auch die Mössinger Familie, die den Hund Boris von der Familie Löwenstein im Jahr 1936 übernahm, hat nichts nach außen treten lassen. Über lange Zeit hinweg ist nach 1945 über diese Ungerechtigkeit am Ort nicht offen gesprochen worden. Es wurde verdrängt. Das hat sich erst geändert, als ihr alles aufgedeckt habt. Vorher hatte diese Untat kein Gesicht. Dann standen plötzlich Menschen da wie Doris und Harold, das sind die Kinder der Pausa-Gründer, denen man die Hand geben wollte. Aber ich denke, es wird noch einmal eine Generation benötigen, bis in Mössingen die Geschehnisse um den Generalstreik, die Taten der Nationalsozialisten und das Unrecht gegen die Löwensteins wirklich aufgearbeitet werden können. Die Nazis hatten in den 30er Jahren versucht, allen einzureden, dass das Vorgehen gegen Juden gar nicht schlimm sei. Wenn es alle tun, sei es gerechtfertigt. Auch die schlimmsten Handlungen, Morde, Verrat wurden als legal dargestellt. Deshalb wollten später viele die Taten auf sich beruhen lassen. Wie die ehemaligen Generalstreiker nach 1945 damit umgingen, weiß ich nicht genau. Sie sprachen nur untereinander. Gegenüber Dritten waren sie verschlossen. Aber etwas weiß ich noch genau. Die Aussage von Hans Scholl, man müsse der Geschichte in die Speichen greifen, habe ich oft von meinem Vater gehört. In diesem Satz fühle ich mich zu Hause. Die Analyse der Entwicklung der Löwensteinschen Pausa vor 1933 und die Wahrnehmung ihrer Bedeutung für das Entstehen des Mössinger Generalstreiks bringt uns der Frage nach der Jüdischkeit der Pausa und der Löwensteins näher. Aus den Erzählungen der Kinder von Flora und Arthur Löwenstein, wie auch der Nachkommen von Helene und Felix Löwenstein, wissen wir, dass ihre Eltern sich zum liberalen Judentum rechneten. Sie lebten nicht in einem streng religiösen Sinne.
Sie verstanden sich eher als kulturell jüdisch. Doris Angel, Tochter von Helene und Felix Löwenstein, nannte es assimiliert. Aus dieser Perspektive kann man nicht die These ableiten, dass die Pausa als eine Firma gegolten hat, die nach jüdischen Regeln geführt würde. Die Löwensteins folgten modernen Erkenntnissen der Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Heute nennt man ein solches Handeln innovative Kreativwirtschaft. Vielleicht aber folgten die Löwensteins einem Denken, das der frühere Landesrabbiner Joel Berger in seinem Vortrag beim Löwenstein-Forschungsverein im Jahr 2013 als philosophische Haltung skizzierte. Er erinnerte an die aus dem Jüdischen kommende Philosophin Agnes Heller. Joel Berger erklärte, Zitat, um die Beziehungen zwischen der jüdischen Gesetzgebung und der Philosophie zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass das Buch Genesis für uns Juden nicht nur den Ablauf der göttlichen Welterschaffung beinhaltet. In Genesis ist nicht der alte Streit zwischen Glauben und Wissen entscheidend. Das lehrt uns auch das Werk der ungarisch-jüdischen Philosophin Agnes Heller, der einstigen Schülerin des bekannten marxistischen Gelehrten Georg Lukács. Gemäß Heller handelt es sich bei Genesis 1, dem ersten Teil des ersten Mosebuches, um ein äußerst kompaktes philosophisches Werk. Hier wurde zuerst die Grundfrage der Philosophie aufgeworfen. Wann gibt es etwas mehr als das Nichts? Oder anders formuliert, warum wird das Sein dem Nichtsein vorgezogen? Das ist Philosophie, aber keine klassisch-griechische, betont Heller. Eben daher bedarf das Buch Genesis nach den Kriterien der Wissenschaft keiner Beweise, dass es Wahrheit beinhaltet. Genesis 1 kann man deshalb nicht widerlegen, weil es eben keine Glaubenslehre, sondern Philosophie ist. Genauso wie die Philosophie Platos in den letzten 2,5 Jahrtausenden keinen Schaden nehmen konnte, meint Heller. Ebenfalls interessant wäre noch zu erläutern, was Heller über Engel und Teufel sagt. Gott, weil er der Schöpfer ist, schuf kein Mittelwesen oder Mittlerwesen, also auch keine Engel oder Dämonen. Er schuf nichts, was in unserer Fantasie existiert. Jedoch er schuf unsere Fantasie und Erfindungsgabe. Zitat Ende. Joel Berger ergänzte an anderer Stelle, Zitat, hier zeigt sich ein weiterer Aspekt für den Erfolg der jüdischen Textilunternehmer. Er meinte die Löwensteins. Sie hatten aufgrund der unzähligen früheren Vertreibungen und Wanderungen in ihren Familiengeschichten ein sicheres Gespür für Mode, für Stoffe und ihre Gestaltung entwickelt. Einerseits konnten sie schnell auf die Veränderungen in der Mode reagieren, andererseits waren sie häufig auch in der Lage, die sich wandelnden Geschmacksrichtungen durch ihre schnell entwickelten Kollektionen zu beeinflussen. Die Ausgrenzung aus der Mehrheitsgesellschaft zwang Juden im Laufe ihrer Geschichte immer wieder, die Veränderungen in der Gesellschaft zu registrieren und auf sie zu reagieren. Ihr Leben lehrte sie Flexibilität, die ihnen in wirtschaftlichen Bereichen zugute kam. Zitat Ende. Wer sich mit geschichtlichen Entwicklungen auseinandersetzt, erkennt schnell, dass sich hervorgehobene Ereignisse nicht nur auf einen einzigen Grund oder einen einzigen Anlass zurückführen lassen. Zeitgeschichte ist sehr vielgründig, also multikausal und nicht nur monokausal. Wenden wir nun dieses Prinzip auf die Vorgeschichte des Mössinger Generalstreiks an. Im Laufe der 20er Jahre bis hin zum Januar 1933 war in Mössingen eine neue Kultur entstanden. In vielen Bereichen war es vor allem eine Jugendkultur und Gegenkultur. Junge Leute sahen für sich die Chancen für ein anderes Leben. Ein antiautoritäres, gegen althergebrachte Ordnungen rebellierendes Lebensgefühl machte sich breit. Statt strenger pietistischer Wertbilder brachen die Jungen aus und organisierten sich jenseits der Familie. Der Ort Langgastturnhalle wurde zum Symbol neuer Unabhängigkeit, wo geturnt, gesprochen
über Theater, Musik und Sexualität, Frauenrolle und Motorräder, Sozialdemokratie und Kommunismus wild debattiert wurde. In netzwerkähnlichen Vereinen organisierten sich jene, die mit dem Lebensstil ihrer Eltern und Großeltern nicht mehr zufrieden waren. Sie wollten ein anderes Leben. Welches Gefühl von Freiheit und Abenteuer muss es gewesen sein, als die Jungs auf ihren Motorrädern mit ihren Freundinnen durch Steinlachtal brausten? Wie entsetzt muss der Pfarrer gewesen sein, als zum ersten Mal ein Mädchen auf einer solchen Maschine loslegte? Welche Provokation war es, als zwei Frauen erstmals mit ihrem Turnerleibchen durchs Dorf gingen? Wie haben sich junge Frauen gefühlt, als sie sich zum ersten Mal in kurzen Röcken mit kurzen Haaren vorstellten? Welche Herausforderung war die Großveranstaltung in der Landgasthurnhalle zum Paragraphen 218? Die Weltordnung der Elterngeneration schien aus den Fugen zu geraten. Auf die Mössinger Kultur der Moderne in jenen 20er Jahren trafen die Dynamiken in der Löwensteinschen Pausa. Im Gegensatz zu den großstädtischen Zentralen von SPD und KPD in Berlin ist es der besonderen sympathischen schwäbischen Eigenwilligkeit der Sozialdemokraten und Kommunisten im Steinlachtal zu verdanken, dass sie den jugendlichen Traum vom anderen Leben mit dem kollegialen Steinlach-Antifaschismus verknüpfen konnten. Die ältere Generation von Sozialdemokraten und Kommunisten standen für die Würde des arbeitenden Menschen. Sie brachten die traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges mit und wollten Humanität und Demokratie. Der Nationalsozialismus bedeutete für die Älteren das Gegenteil einer menschlichen Gesellschaft. Für die Jungen galt das NS-Denken als das Ende ihrer Tagträume. Wer die Ereignisse in Mössingen 1933 und 1936 verstehen will, wird vor allem die inneren Zusammenhänge betrachten müssen. Weder der Generalstreik noch die Vertreibung der jüdischen Brüder Löwenstein lassen sich isoliert behandeln. Das eine ist mit dem anderen verzwickt. Durch die Pausa und den Traum der Moderne, durch die Personen, die Generalstreikenden waren Pausanerinnen und Pausaner. Die Pausa wurde 1919 von Felix und Arthur Löwenstein, von Flora und Helene Löwenstein gegründet. Im selben Jahr startete Walter Gropius das Bauhaus. In den 20er Jahren wurde es zum Symbol der Rebellion. Kunst wollte die Gesellschaft herausfordern. Neue künstlerische Formen in Malerei und Architektur, in Weberei und Drucktechnik verbanden sich mit neuen Formen der Organisation der Arbeit. Heute nennen wir es Teamarbeit. Das Bauhaus mit seinen radikalen Auffassungen von Demokratie und Bruch mit dem alten wilhelminischen Zeitalter war in unter jungen Leuten. Für Nationalsozialisten war das Bauhaus eine Art Hauptgegner. Arthur und Felix Löwenstein waren inhaltlich eng mit dem Bauhaus verbunden. Bauhausfrauen wie Lisbeth Oestreicher und Ljuba Monastirskaja arbeiteten in Mössing und entwickelten modernste Farbkompositionen. Jan-Robert Bloch, Sohn des Philosophen Ernst Bloch und der Architektin sowie Bauhaus-Anhängerin Carola Bloch, sprach 2009 beim ersten Besuch der Löwenstein-Nachkommen nach 73 Jahren in Mössingen von einem Kampf um die Moderne, der sich 1933 und 1936 an der Steinlach zutrug. Es gibt einen untrennbaren Zusammenhang in Mössingen zwischen den Jahren 1933 und 36, zwischen der Pausa, den Löwensteins, dem Bauhaus, der kulturellen Aufbruchstimmung einer jungen Mössinger Generation, dem Generalstreik im Jahr 1933, dem Widerstand, der Verfolgung und Verurteilung der Streikenden, der Zwangsenteignung der Pausa im 1936, der Vertreibung der Löwensteins, der Entrechtung des Individuums durch das NS-System. Mössingen war damals ein Mikrokosmos der Moderne und des Ringens um den Erhalt dieser Moderne. Eine tiefgreifende Trennlinie verlief 1933 zwischen den Anhängern und den Gegnern der Moderne. Die äußerst lebendige und produktive Beziehung des Textildruckunternehmens Pausa zum Bauhaus in Weimar und Dessau gehörte lange zum verschütteten Wissen. Es blieb verborgen.
Das NS-Regime hatte ausgiebig versucht, die Erinnerung daran zu verunmöglichen. Die Recherchen des Löwenstein-Forschungsvereins, gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, haben einen ersten Teil der Pausa-Bauhaus-Erfolgsbeziehungen wieder sichtbar und erkennbar werden lassen. Dabei fällt vor allem auf, dass es hochkompetente jüdische Designerinnen waren, die den Transfer von Dessau nach Mössingen und von Mössingen nach Dessau voranbrachten. Heute treten die Leistungen der Bauhausschülerinnen Lisbeth Oestreicher, Ljuba Monastirskaja und Friedel Dicker unzweideutig hervor. Die Unternehmer Arthur und Felix Löwenstein haben mit ihren Entscheidungen, diese Frauen in die Firma vor Ort zu holen, wesentlich zum Profil und zum ungewöhnlich guten Ruf der Pausa vor 1933 beigetragen. Die Löwensteins propagierten seit 1921 den in Anführungszeichen modernen Stil, den sie mit dem Ansatz des Bauhauses verbanden. Doch das Bauhaus stand nicht nur für neue Betrachtungen von Material, Form und Farbe. Es symbolisierte auch ein neues Selbstbewusstsein. Und jetzt kommt ein Zitat von Lisbeth Oestreicher. Das Bauhaus hat mich gelehrt, selbstständig zu denken, stets meine eigenen Anschauungen zu verteidigen, unbefangen an neue Aufgaben heranzutreten und meine Handlungen vor mir selbst zu verantworten. Die Frauen aus dem Bauhaus haben sich und ihre Umgebung verändert. Insbesondere Helene und Felix Löwenstein waren es, die in den 20er Jahren die Verbindung zu den Künstlerinnen und Designerinnen der Webereiklasse am Bauhaus Dessau herstellten. Dabei gewannen sie nicht nur Monastirskaja, Oestreicher und Dicke für die Arbeit in der Pausa. Die Kontakte und Arbeitsebenen waren so stabil, dass die Kooperation nach der erzwungenen Vertreibung der Familie nach Manchester anhielt. In der von ihm dort gegründeten Firma Helios, also von Felix Löwenstein gegründet im Exil, arbeiteten zeitweise auch die Dessauer Bauhausschülerinnen Otti Berger und Margret Leischner. Mit etwas zeitlichem Abstand zur jüngsten Debatte wollen wir mit einigen thesenhaften Gedanken helfen, den Hintergrund und die Vorgeschichte des Streiks noch etwas weiter auszuleuchten. Dabei machen wir uns das Handwerkszeug moderner Geschichtswissenschaft zu eigen. Wie schon angedeutet, gehört es in der historischen Forschung zu den fachlichen Selbstverständlichkeiten, analytisch davon auszugehen, dass es kein Ereignis gibt, welches nur aus einem einzigen isolierten Grund historisch zustande kam. Immer wirken mehrere Faktoren zusammen. Das Verhalten von Personen, politische Entscheidungen, die wirtschaftliche Lage, soziale Bedingungen, Recht, Kultur, Religion und so weiter bilden einen Begründungszusammenhang. In diesem Sinne wollen wir den Untersuchungen des Mössinger Generalstreiks eine weitere Facette hinzufügen. Unsere These lautet, das Handeln der jüdischen Unternehmer Löwenstein und die von ihnen mitgeschaffene Betriebskultur haben den Boden für die Bereitschaft zum Widerstand gegen den NS-Staat mit vorbereitet. Wie lässt sich diese These begründen? Am Tag nach der Machtübergabe an Hitler am 31. Januar 1933 versammelten sich viele Mössingerinnen und Mössinger zur großen Demonstration und zum Streik. Bekannt ist vor allem eine historische Tatsache. Nachdem die Belegschaft der Pausa sich per Abstimmung zur politischen Arbeitsniederlegung entschlossen hatte, gaben die Unternehmer Löwenstein der gesamten Anzahl der Beschäftigten frei. Damit lösten sie einerseits den Konflikt um das Abstimmungsverfahren und schützten andererseits die Streikenden juristisch. Das Verhalten der jüdischen Arbeitgeber wurde zunächst so gedeutet, als ob diese dem Druck der Streikenden nachgegeben hätten. Bei näherer Betrachtung deuten jedoch einige Sachverhalte darauf hin, dass die Löwensteins den Aufruf zum Streik mit aktiver Sympathie begleiteten. Dies haben auch die beiden Nachkommen, Doris Angel, Tochter von Felix Löwenstein, und Harold Livingston, Sohn von Arthur Löwenstein, in Gesprächen bestätigt. Arthur und Felix Löwenstein waren bereits vor dem Januar 1933 bewusst politisch gegen die Nationalsozialisten vorgegangen.
Ein wichtiges Indiz dafür ist der Konflikt der Unternehmer mit einem Müssinger Handwerker. Der schrieb ihnen einen Brief. Darin heißt es: Ich glaube, dass die Herren Löwenstein nirgends keinen besseren Schutz genießen als durch die Nationalsozialisten selbst. Diesen schwer hinnehmbaren Satz äußerte ein Müssinger, der NSDAP geistig nahestehender Handwerksmeister, am 9. Oktober 1932 in einem Schreiben mit Briefkopf seiner Firma an die Gebrüder Löwenstein. Mit deutschem Gruß sandte der Schreiner seinen harschen Protest an die Geschäftsleitung der Pausa. Er beklagte sich bei Arthur und Felix Löwenstein darüber, dass die Unternehmer ein falsches Bild von Hitler hätten. Hitler will das nicht. Dass die Firma Pausa ihm keine Aufträge mehr gebe und ihn durch einen anderen Schreiner ersetzt habe. Als Begründung dafür hatte er vom Pausa Betriebsleiter erfahren, dass er als Handwerker deshalb nicht mehr berücksichtigt werde, weil er Nationalsozialist sei und weil Nationalsozialisten Judenhasser seien. So schreibt er es in seinem Brief. Der Handwerker führte drohend weiter aus, Zitat: Die Herren Löwenstein könnten nur Hass ihnen gegenüber heraufbeschwören, wenn sie so weiter vorgehen würden wie gegen mich. Zitat Ende. Dieser belegbare Vorgang beschreibt die Stimmung in Mössingen am Vorabend der Machtübergabe an Hitler. Selbstbewusst gingen Arthur und Felix Löwenstein wirtschaftlich gegen jene vor, die als Betriebe mit der NSDAP paktierten. Das obige Schreiben offenbart, dass die Pausa-Gründer sich auf ihre Art zum widerständigen Verhalten entschlossen hatten, Monate bevor es zum Müssinger Generalstreik kam. Zugleich zeigt es, wie schon vor der Machtübergabe die Bedrohung von Juden am Ort erfolgte. Felix und Arthur Löwenstein sind Vertreter eines aufgeklärten, technologisch fortschrittlichen, künstlerisch interessierten und sozial engagierten jüdischen Bürgertums, zu dessen Selbstverständnis die künstlerische wie die technische Moderne gehört. Dass sich die beiden Familien Arthur und Flora Löwenstein sowie Felix und Helene Löwenstein schon vor dem Generalstreik bewusst politisch gegen die NSDAP positionierten, lässt sich unzweifelhaft auch an ihrer Personalpolitik ablesen. Insbesondere Helene und Felix Löwenstein waren es, die in den 20er Jahren die Verbindung zu den Künstlerinnen und Designerinnen der Weberei-Klasse herstellten. Helene Löwenstein war in Stuttgart mit dem Bauhauskünstler Oskar Schlemmer freundschaftlich verbunden. Felix Löwenstein gewann die Bauhausschülerinnen Ljuba Monastirskaja, Lisbeth Oestreicher und Friedel Dicker für die Arbeit in der Pausa in Mössingen vor 1933. Dieser Schritt der Löwensteins war insofern richtungsweisend, weil schon mindestens seit 1924 politisch rechts stehende Parteien und die Nationalsozialisten aktiv gegen das Bauhaus vorgingen. Anfang der 30er Jahre standen die Bauhäusler auch im Zentrum der Angriffe der NSDAP. Schon in den 20er Jahren trat die Pausa mit Briefkopf offen und demonstrativ mit ihrem Bekenntnis zum Bauhausstil bei Messen und Ausstellungen auf. Zitat: Wir propagieren schon seit dem Jahr 1921 den modernen Stil, auch Bauhausstil genannt. Als die Löwensteins die drei Designerinnen für die Pausa verpflichteten, waren deren politische Profile öffentlich bekannt. Lisbeth Oestreicher und Friedel Dicker, beides Jüdinnen, äußerten sich offen sozialistisch. Von Ljuba Monastirskaja liegen keine diesbezüglichen Belege vor. Da sie aber eng mit Lisbeth Oestreicher befreundet war, liegt es nahe, dass auch sie ähnliche politische Auffassung teilte. Lisbeth Oestreicher, die wie ihre Freundin Kandinsky Schülerin war, stellte sich in ihrem Zeitungsartikel auf die Seite des Dessauer Bauhausleiters Hannes Meyer, dem man von konservativ-nationaler Seite die Verbreitung sozialistischen Gedankenguts vorwarf. Friedel Dicker trat 1932 der Kommunistischen Partei Österreich bei. Gehen wir näher auf Lisbeth Oestreicher ein. Lisbeth Oestreicher besuchte zunächst Kunstgewerbeschulen in Wien, in München und nahm Unterricht bei Maria Mey an der berühmten Reimann-Schule in Berlin. Seit 1926 war sie Studentin am Bauhaus in Dessau. Sie nahm Unterricht bei dem Maler und Kunsttheoretiker Josef Albers, bei dem Typografen und Maler Jost Schmidt sowie dem Grafiker und Maler Paul Klee,
der zusammen mit Franz Marc und Wassily Kandinsky den Almanach Der Blaue Reiter gründete. Auch Kandinsky war Lehrer am Bauhaus und sowohl Luba Monastirskaja wie auch Lisbeth Oestreicher besuchten seine Kurse. Der Stuttgarter Maler, Bildhauer und Bühnenbildner Oskar Schlemmer, ebenfalls Mitglied der Uecht-Gruppe, lehrte am Bauhaus in Dessau und leitete die Werkstatt für Wandbildmalerei, später auch die Werkstatt für Holz- und Steinbildhauerei. Sein berühmtes triadisches Ballett wurde im September 1922 in Stuttgart uraufgeführt und erfuhr 1926 eine Neuauflage. Lisbeth Oestreicher wurde in ihrer Dessauer Zeit Mitglied der Schlemmerschen Theatergruppe. Lassen wir Lisbeth Oestreicher zu Wort kommen. Sie publizierte 1932, also vor dem Generalstreit, im Berliner Tageblatt, ich zitiere: Die erste Tat des Bauhauses war, alle feststehenden Anschauungen über Leben und Dinge einzureißen. Dadurch sah sich jeder vor die Aufgabe gestellt, eine neue Welt in sich aufzubauen. Ganz langsam eroberte man sich selbst durch eigene Erfahrung eine Lebensanschauung, ein Wissen von Dingen. Und so schwer dieses sich erobern manchmal ist, es formt den Menschen. Wir mussten unsere Arbeiten stets begründen und die eigene Meinung den Kameraden gegenüber verteidigen. Es wurde uns die Aufgabe gestellt, jedes Material zu erforschen und aus jedem Material alle Möglichkeiten herauszuholen. Dadurch ist es uns möglich, an alles Neue unbefangen heranzutreten und Gesetze in dem Neuen zu finden, anstatt mit alten Gesetzen an das Neue heranzutreten. Und an anderer Stelle notiert sie: Plötzlich entdeckt man, dass man auch von einer ganz anderen Perspektive das Leben ansehen kann. Lisbeth Oestreicher und Luba Monastirskaja waren auf jenem bekannten Foto von Theodor Lux Weininger, der Webereiklasse, auf der Treppe des Dessauer Bauhausgebäudes abgebildet. Das Foto, das Oskar Schlemmer 1932 als Vorlage für sein berühmt gewordenes Gemälde Bauhaustreppe verwendete. Schlemmer selbst hatte das Gemälde als Protest gegen die mit nationalsozialistischer Mehrheit im Gemeinderat verfügte Schließung des Bauhaus Dessau zum 30. September 1932 gemalt. Das Gemälde wurde vor wenigen Jahren in der Stuttgarter Staatsgalerie in der Ausstellung der Werke Schlemmers als zentrales Eingangsbild unter dem Motto Visionen einer neuen Welt ausgestellt. Für unsere Herangehensweise an das Thema der jüdischen Spuren im Mössinger Generalstreik haben wir eine weitere These. Sie lautet: Die Anwesenheit dieser drei aus der jüdischen Kultur kommenden, selbstbewussten und fachkompetenten Frauen konnte die Belegschaft der Pausa sowohl politisch als auch arbeitsorganisatorisch beeinflussen. Alle drei Künstlerinnen brachten in die Pausa nicht nur neue gestalterische Ideen und neue Material- und Farbimpulse ein. Wir schlussfolgern aus den Dokumenten, dass sie aus dem Bauhaus den dort gelernten neuen kooperativen Arbeitsstil in die Pausa einfließen ließen. Dies würde die Arbeitskultur der Pausa von der alten preußischen Befehlskultur unterscheidbar machen. Dies ermutigte, so unsere Wertung, die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Pausa und trug zur Entwicklung eines eigenen neuen Selbstbewusstseins bei. Während Lisbeth Oestreicher nur einige Monate vor Ort war, wirkte Friedel Dicker über 2 Jahre, verteilt, jeweils im halbjährlichen Rhythmus in Mössingen. Ljuba Monastirskaja hingegen leitete 2,5 Jahre lang die Designabteilung in der Löwensteinschen Pausa. Wie schon aus den Äußerungen von Lisbeth Oestreicher ersichtlich ist, brachten die Bauhäuslerinnen eine klare, aktive, bewusste Haltung in den Arbeitsprozess bei der Pausa ein. Wie vielseitig ihr Wirken in Alltag sein konnte, zeigen 2 Dokumente, die von den Löwensteins unterzeichnet sind. Beginnen wir mit der Beschreibung der Tätigkeiten von Friedel Dicker. Heute würde man das Papier eine Art Arbeitsplatzbeschreibung nennen. Im Vertrag zwischen ihr und der Pausa standen folgende Leistungsanforderungen. Ich zitiere: Die Tätigkeit von Fräulein Dicker besteht darin, dass sie sämtliche im Betrieb der Pausa vorkommenden künstlerischen Arbeiten, die ihr übertragen werden, zu bearbeiten hat.
Diese umfassen: erstens die Anfertigung von Entwürfen für Web- und Druckstoffe, Web- und Druckdecken, die Kolorierung eigener und fremder Entwürfe, künstlerische Versuche an Maschinen, wobei für die Ausführung stets eine fachmännische Hilfskraft beigegeben wird, Vorschläge und Pläne für das Arrangement von Ausstellungen und dergleichen, eventuelle Orientierungsreisen im Inland oder Ausland, für welche Reisen die Pausa die Spesen trägt. Außerdem ist Fräulein Dicker berechtigt, für Pausa Stoffe nach ihren eigenen Ideen zu entwerfen und auszuführen. Zitat Ende. Das Handlungsportfolio von Friedel Dicker brachte die Bauhausfrau mit vielen Menschen in der Pausa in Berührung. Es fällt auf, dass künstlerische Versuche an Maschinen direkt von Friedel Dicker gearbeitet werden können. Eine Vorgehensweise, die direkt an die Arbeitsweise der Webereiklasse am Bauhaus anschließt. Welche Mössinger fachmännische Hilfskraft hinzugezogen wurde, beziehungsweise welche Pausa-Beschäftigten hier mitgearbeitet haben, ist noch unklar. Jedenfalls setzte Friedel Dicker und vermutlich auch andere Künstler und Künstlerinnen vor Ort gemeinsam mit Pausa-Arbeitern Pausa-Stoffe im fachlichen und technischen Austausch um. Natürlich lässt unsere These nicht den unmittelbaren Schluss zu, dass der Generalstreik durch die Anwesenheit der genannten drei Bauhäuslerinnen erst möglich wurde. Aber es ist plausibel anzunehmen, dass das politische Verhalten der Unternehmensleitung und die neuen Erfahrungen mit einer anderen Arbeitskultur für die Belegschaft der Pausa und die Praxis des Betriebsrates förderlich waren. Beides hat dazu beigetragen, dass die Nachricht von der Machtübergabe an Hitler und der Aufruf zum Streik auf politisch fruchtbaren Boden fielen. Deshalb sollten wir unsere Erinnerungsarbeit an den Mössinger Generalstreik um die Wahrnehmung einer mutigen Unternehmerhaltung erweitern, pardon. Die Löwensteins bezahlten nach 1933 ihre politische Haltung mit Antisemitismus, Bedrohungen, Zwangsenteignung und Vertreibung. Blicken wir auf die letzten 40 Jahre Gedenkarbeit zum Thema Mössinger Generalstreik zurück, so lassen sich unschwer einige besondere Merkmale wahrnehmen. Nach dem Erscheinen des Buches aus dem Tübinger Ludwig-Uhland-Institut zum Widerstand in der Steinlachstadt kam es 1983 anlässlich des 50. Jahrestages des 31. Januars 1933 zu einer ersten großen Erinnerungsaktivität. Über 10.000 Menschen demonstrierten vor der Langgassturnhalle an dem Ort, von dem der Streik 1933 ausging. Dieses erste Gedenken betonte den Arbeiterwiderstand aus kommunistischer und sozialdemokratischer Perspektive. 20 Jahre später erfolgte die erste offizielle öffentliche Anerkennung. Zu verdanken ist dies der unermüdlichen Erinnerungsarbeit von Hermann Berner. Die Stadt Mössingen brachte in einem öffentlichen Akt an der Langgassturnhalle eine Gedenktafel an. Diese Tafel würdigte den proletarischen Streik. Erst im Jahr 2013 differenzierte sich die Erinnerungs- und Gedenkkultur. Dies ging einher mit einer schweren politischen Auseinandersetzung, die auch existenzielle Beeinträchtigungen in Kauf nahm. Die im Sommer des Jahres 2012 erschienene zweite erweiterte Neuauflage des Louis-Buches aus der Zeit der frühen 80er Jahre löste eine heftige öffentliche Kontroverse aus. In scharfer Polarisierung wurde den streikenden angeblichen Anhängern Stalins das andere, das gute Mössingen, gegenüber positioniert. In dieser Polarisierung hielten wir drei weitere Aspekte entgegen. Neu war im Jahr 2013 die Berücksichtigung der Bedeutung des Juristen Richard Schmidt für die gerichtliche Rehabilitierung der Generalstreikenden. Zweitens. Zudem wurde die Erklärung der Entstehungsgeschichte des Generalstreiks um das kulturpolitische und soziologische Muster des Kampfes um die Bewahrung des Mikrokosmos der Moderne in Mössingen ergänzt. Drittens. Der Impuls des Löwenstein-Forschungsvereins, auch die jüdischen Spuren im Generalstreik zu würdigen, wurde von mehreren Akteuren abgelehnt. Es ergaben sich krude Repliken.
Diese lassen sich sinngemäß in dem Satz zusammenfassen, der Generalstreik habe nichts mit Juden zu tun. 10 Jahre später stehen sich im Jahr 2023 drei Interpretationen entgegen. Erneut wird aus wertkonservativer Sicht die Polarisierung zugespitzt auf die falsche Widersprüchlichkeit zwischen Stalinisten und in Anführungszeichen dem anderen Mössingen, das heißt dem pietistischen Mössingen. Dies lässt sich schon dadurch widerlegen, dass ein Teil der Streikenden aus dem Pietismus kam und die christlichen Hoffnungsbilder des Jenseits mit kommunistischen Utopien des Diesseits verband. Zwischen 2013 und 2023 öffnete sich die enge Interpretation des damaligen KPD-Flugblattes. Ergänzt wird das Interpretationsszenario um die Anforderung, auch die jüdischen Spuren im Mössinger Generalstreik wertzuschätzen. Letztere betont insbesondere die Bedeutung der Bewusstseinsarbeit, die von den rebellischen Bauhausfrauen in der Pausa-Belegschaft ausging. Dies ist konkludent zu erschließen. Aus letzterem lässt sich ableiten, dass der Generalstreik gegen Hitler nicht nur ein Kampf gegen die Kriegsgefahr war. Er war zugleich eine Verteidigung eines von konkreter Hoffnung geprägten, pluralen, kulturellen, emanzipationsbezogenen moderne Verständnisses. Aus der Kontroverse im Jahr 2023 wird aus unserer Sicht eindeutig klar, dass die Geschichte der Löwensteinschen Pausa, die Wirkungen der Bauhausfrauen in der Löwensteinschen Pausa, die nationalsozialistische Zwangsenteignung der Pausa und der Mössinger Generalstreik nicht voneinander zu trennen sind. Mehr noch, diese Entwicklungen sind in ihren Dynamiken untereinander und miteinander eng verbunden. Sie sind miteinander verschränkte dialektische Teile der Stadtgeschichte. Die Gemeinsamkeiten zeigten sich zudem zwischen den Pausa-Eigentümern und der Pausa-Belegschaft. Dass Arthur und Felix Löwenstein eine Kooperation mit den Streikenden, die ja ihre Arbeit einstellten, eingingen und diese dann frei hatten, sollte nichts anderes meinen als: Wir werden nicht bestreikt, wir sind nämlich derselben Meinung wie die Arbeiter. Sie alle erkannten das fundamental Gemeinsame, das in dieser spezifischen historischen Situation zwischen einem bürgerlich-liberalen und einem kommunistisch begründeten Antifaschismus möglich war. Auch hier gilt, wie für den Generalstreik, wäre das ein Modell gewesen, reichsweit hätte es Hitler nicht gegeben. Als Klassen waren sie getrennt, aber in der Erkenntnis, dass Hitler eine Katastrophe bedeutete, hatten die kommunistischen Arbeiter und die bürgerlichen Löwensteins eine gemeinsame Einsicht. Und dass diese Gemeinsamkeit existenziell war, haben beide in den Folgejahren bitter erfahren. Das konservative wie auch das kritische Denken heute müssen die kulturell-jüdischen Spuren im Mössinger Generalstreik endlich wahrnehmen, akzeptieren und als einschlägige Faktoren des Mikrokosmos der Moderne würdigen. Die jüdischen Spuren sind Teil des Mössinger Generalstreiks. Man kann sie vertuschen und man kann sie auch überdecken. Es ändert nichts an ihrer Relevanz. Das sollten wir aus der Kontroverse lernen. Die Entstehungsgeschichte des Mössinger Generalstreiks ist nicht monokausal durch ein einzelnes Flugblatt zu erklären. Es geht um eine multikausale Sicht verschiedener Faktoren. Das Jüdische ist ein Faktor unter mehreren. Die 1250-Jahr-Feier der Stadt Mössingen im Jahr 2024 ist eine passende Gelegenheit, diesen Erkenntnisschritt zu wagen. Dies schulden wir der Würde und der politischen Erbschaft der Generalstreikenden. Wir schulden es den damaligen vom Pietismus geprägten Kommunisten, Sozialdemokraten und Liberalen des Steinachtals. Wir schulden es den Nachkommen der Familie Löwenstein. Und wir schulden es uns selbst als Verteidigende der Demokratie heute. Wertschätzen wir aktiv die Haltung und Arbeit von 5 selbstbewussten Frauen, die sich deutlich vor dem Mössinger Generalstreik offen gegen den Nationalsozialismus stellten. Öffnen wir unsere männerzentrierte Vorstellung der Generalstreikenden. Nennen wir die 5 Frauen aus der jüdischen Kultur bei ihrem Namen. Lora Löwenstein, Helene Löwenstein, Lisbeth Oestreicher, Luba Munastirskaja, Friedel Dicker. Die Anerkennung der jüdischen Spuren im Mössinger Generalstreik
stellt eine Würdigung der damaligen Bürgerinnen und Bürger Müssingens dar. Zugleich unterstreicht dieser Schritt, welch große Bedeutung die politische Kultur in Mössingen damals innehatte. Sie kann, wenn wir es wollen, bis heute im Sinne einer Blochschen Invariante der Richtung nachwirken. 90 Jahre nach der Machtübertragung an Hitler können wir uns in einer angemessenen Weise, ohne Ausgrenzung und ohne Relativierung des Jüdischen, aktiv erinnern. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schließen unsere Lesung mit einem aktuellen Appell. Wir schließen unsere Lesung mit dem Appell gegen den sich heute stärker äußernden Antisemitismus. Er stellt eine Gefahr für die Demokratie dar. Unser Engagement für die Gedenk- und Erinnerungskultur will dagegen zur Stärkung der Demokratie beitragen. Als Nachfolgegenerationen der nationalsozialistischen Täter nehmen wir unsere Verantwortung wahr und erinnern an die Shoah und an die Lehren, die aus dem Holocaust zu ziehen sind. Die Täterschaften unserer Großeltern und Eltern stellen uns vor die stetige Herausforderung, dem schon seit längerem wieder gewachsene Antisemitismus zu widersprechen, egal ob er in rassistischer, politischer oder religiöser Verkleidung auftritt. Vor diesem Hintergrund benötigen wir ein neues Denken für unser Agieren in Mitteleuropa, denn auch für uns stellen die Ereignisse des 7. Oktober eine Zäsur dar. Solidarität mit Jüdinnen und Juden bedeutet, im Gedenken an die Toten der Shoah, Solidarität mit unserem eigenen Menschsein.